Willkommen zurück bei den alten Herren in DZ Epoch. Juhu. Epoch. Mit dabei, wie immer, Donny. Wir sind gerade auf dem Landeanflug zur zweiten Hälfte der Epochinsel mit 5 Baracken und einer Feuerwache. Ich habe mir gerade wieder fast in die Hose gemacht während des Fluges, weil er sagte, er sieht schwarz-weiß und sieht verschwommen und verliert Blut. Ja. Also wenn dem Piloten das passiert, ist das nicht gut. Stück nach vorne. Oh. Anderer einfach, Mann. Du bringst uns doch alle um. Ach, er sieht doch nichts mehr. runter. Erklär erstmal hier, wenn der nichts sieht. Raus hier. Wir leben. Preiset den Herrn. So, ich bin in der Feuerwache. So, Teamleader folgt. Tannenbaum. Hier ist was zu essen in der Feuerwache im Erdgeschoss, Donny. Im Auto sag ich schon, im Dings müsste auch was sein. Also blinken tue ich noch nicht, aber... Hier oben liegt ein Messer, juhu! Ach, ist schon oben daher. Alter Lootgeier. Ich bin hier zum Looten, was soll ich sonst machen? Kaffeekränze mit den Zombies. Natürlich. Genau, kannst du ja mal gucken, ob es funktioniert. Ah, es kann jetzt sein, ich bin der Schlechteste. Der hat getroffen. Hahaha. Schütze. Ich blute gerade, aber ich renne trotzdem tapfer weiter. Wenigstens bis ich hier in der ersten Baracke bin, ganz hinten stehe und mich verbinden kann. So, wo sind denn die Baracken? Hinter dir. Irgendwo. Ah, hier. So, kann ich mal gar nichts. Hier mal jemanden Bloodpack verpassen? Ja, ich komme. Wo stehst du? Ich bin jetzt hier in der ersten Baracke. Oh, Baracke, ich komme. Erste Baracke von welcher Seite aus gesehen? Links, rechts, Schleudersitz? Da, wo die drei auf einer Seite sind. Da, wo die Zombies gerade reintorkeln. Da, wo die Schüsse durch die Tür fliegen? Ich komme rein, Donny. Genau da. Vorsicht! Ey! Das war echt Glück! So, jetzt nicht hochkommen, bitte! Lass mich hier rein! Oh ja! Oh, los komm, ich will hier nur Blattransfusion geben, so. Eine leere Whiskyflasche liegt hier. So, bitteschön. Dankeschön. So, bleibt man noch liegen? So, okay. So, hier haben wir eine M1014. Sehe ich wieder Farben. Farben, ist überbewertet. Epoch, jetzt auch in Farbe. Und bunt. Und bunt. Hallo Patty, meine Katze. Na, du Räuber. So, das war's. Ich habe alle 5 Baracken durchsucht. Ach, deswegen sind hier alle Türen auf. Die waren schon offen. Ach so, ja, da war doch schon jemand hier. Ja, natürlich war hier schon jemand. War jemand in den Mehrkauf-Tower hier drinnen? Nee, da war ich noch nicht. Ich lauf hoch. Gut, dann laufe ich wieder zurück zum Helikopter. Was haben wir hier schönes? Eine M8. Und einen goldenen Revolver. Der Mann mit dem goldenen Revolver. War ein schöner. Ein Mann mit dem goldenen Colt. War es nicht ein James Bond? Der Colt, richtig, ja. Ja. Colt-Revolver. Ah, mit Christopher Lee als Bösewicht. Will er nicht nehmen, dann bleibt er halt da liegen. Ich will ihn auch nicht. Schluss aus, was ist denn hier oben? Der Heli ist ja schon wieder abgeschlossen. Bandage. Ja, natürlich. Denkst du, ich lasse hier mein Heli unabgeschlossen stehen? Ich wollte nicht gerne nach Hause laufen. Ach, die paar Meter. Da oben im Wald steht ein Doppeldecker. Den können wir freiholzen, dann können wir damit nach Hause fliegen. Der ja, den setzt halt muss wieder gegen Baum. Ich holz mir den jetzt frei. Viel Spaß, ich flieg bei Donny mit. Berühmte letzte Worte, ich flieg jetzt nach Hause. Warum eine Runde angeln auf Skellisty Island? Nee, das war ein Abenteuer. Skellisty Island ist mir gestern gründlich vergangen. Da hab ich jetzt echt keinen Bock mehr zu. Gucken, ob die Maschine überhaupt noch fliegt. Und die Sprit hat und so. Seid ihr beim Heli? Ich bin gerade unterwegs zum grünen Baron. Der grüne Baron. Ja, der ist grün.
Cargo-Check? Wo kann ich ihn hier einsteigen? Na, ah, hier. Ach, da oben ist er. Oh, der Tank ist fast leer. Hm, nee, sonst wäre ich geflogen. Schade. Aber so nicht. Ja, dann muss der Tank rollen und von da aus kannst du dann starten. Ja, das Problem ist, man kann nicht so gut lenken mit den Fliegern. Da so, ich komme wieder zum Helikopter. War schon jemand im Leuchtturm? Da bin ich noch nie drin gewesen. Das spawnen noch keine Waffen, oder? Werde ich jetzt gleich sehen. Berühmt letzten Wort, ich kletter mal die Leiter hoch. Oh, das sind berühmte letzte Worte in Dayzit. Deswegen. Ich treffe doch keinen rennenden Zombie? Also. Wie schlecht kann man eigentlich sein? Als Schütze. Du merkst es doch gerade. Ja. Das auf dem Leuchtturm spawnt gar nichts. Wer hat so einen wunderschönen Ausblick? Wollen wir das Bandit Stash House machen? Ist ein kleines Event. Hier ist ein Auto. Das fährt nicht, das ist nur Deko. Was? Scheibengleiser. Dann machen wir noch das Bandit Stash House hinterher. Warum auch nicht? Warum nur noch einen Piloten? Ich fliege. Ich laufe. Ich schaff's doch bestimmt auch wieder Looping zu fliegen. Und mit der Nasenspitze aufzuschlagen. Ja. Mach einen Kopfstand mit dem Heli. Ich kann das, ich kann das. Nee, aber der Heli-Crashmeister ist jetzt Donny, der hat dich leider überholt. Also mein Todesflug, den kann keiner toppen. Aus dem Stand, 1 Meter hoch und dann gleich ein Looping auf dem Boden. Ich habe heute schon wieder 2 Helikopter zerstört. Es kommt nicht drauf an, wie viel, sondern wie... Der eine war kaputt und bei Autolanding hat er sich mit der Nase in Sand gebohrt. Und der andere, der wurde von Banditen abgeschossen. Und drinnen. Ich war schneller. Bin schon wieder auf dem besonderen Platz. Du bist mein menschliches Schutzschild. Oh, Karte. Bandit's Dash House. Oh, ist sogar noch da, beim Special Trader. Was kann ich beim Special Trader kaufen? Edelsteine. Ach, stimmt, das war das. Besondere Hubschrauber. Und auf allen anderen Servern kann man auch diesen kleinen Panzer kaufen. Aber nicht auf dem hier, leider. Lieber Admin Lebi, falls du das siehst, es ist schade, dass man diesen Panzer nicht kaufen kann. Ich bin ganz wohl, denn ich kenne bestimmt ein paar Leute, die würden sofort mit diesem Panzer alles einreißen. Ja. Ich hätte gerne einen DayZ-Mod für Landmark, weil dann könntest du die richtige Gräben und so ausheben. Nur wer weiß, was noch alles kommen mag. Ja, wahrscheinlich wird das nicht kommen, weil ich glaube, es gibt keine privaten Landmark-Server. Nur die Hive-Server von Sony. Genau wie in H1Z1 leider. Da wird es auch nie H1Z1 Epoch geben. So, 6 Kilometer bis zum Ziel. So, wie schnell kann man damit fliegen? Leider nicht so schnell. Ach, mit einem richtigen Sturzflug. Tja, mein Charakter hält irgendetwas fest. Ja. Tolle Hand. Was hättest du da noch so Flugknüppel? Ja, genau. Ja, genau, das ist es ja auch. Links die Schubkontrolle und in der Mitte der Knüppel. Und unten die beiden Füße für die Pedale, die nicht da sind. Er bewegt sogar die Hände in die Richtung, wie Donny seinen Knüppel bewegt. Vorwärts, rückwärts, rechts, links. Sieht das bei dir auch, wie die Hände bewegt werden? Mach nicht, ich muss mal nachgucken. Soll ich mal hoch und runter gehen? Nee, das wäre dann die linke Hand. Die Schubkontrolle.
Oh, ich kann nicht mehr. Fangen wir aus einer besonderen Perspektive. Ich finde es auch schön, dass Donny seinen Knüppel gar nicht fest hat, sondern der Knüppel durch den Arm durchragt. Der ist so ein guter Pilot, er muss ihn gar nicht festhalten. Oh, herrlich. Ja. Noch 2,8 Kilometer. Zu ihrer Linken sehen sie eine wunderschöne nebelverhangene Landschaft, zu ihrer Rechten ebenfalls. Und vorne und hinten und oben. Ja, oben hast du dann den dunklen Wolken mit grünen Wolken. Oh mein. Dunkle Wolken mit blauem Hintergrund und weißen Wolken. Und ab 500 Meter Höhe sehen wir auch noch unten Nebel. Ist das nicht schön? Tja. Ist übrigens auch nur auf diesem Server diese krasse Einschränkung der Sichtweite. Finde ich echt böse. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht schön. Ich gucke nämlich gerne weit in Computerspielen. Ich stelle die Sichtweite immer aufs Maximum. Und diese künstliche Nebelbeschränkung finde ich ziemlich scheiße. Oh, ich gehe mal langsam runter. Bei 1200 Meter? Bei dem Nebel müssen wir auf 500 Meter ran. Leider. Ich habe heute eine Mission gemacht, die haben mich bei 600 Metern one-hitted. Die könnte ich auf 1200 Meter one-hitten, weil die nämlich keinen Nebel haben. Ich habe die nicht gesehen und... Oh, jetzt soll ich mal runter. Helikopter, Helikopter. Wollen wir zum Helikopter-Landing? Wo ist denn der? Der ist oben. Oh, bei den kann man dann verticken. Bei Crescino. Ach, scheiß drauf, komm, wir machen das jetzt hier. Geh runter. Also hier. Get down, ja. Honey. Kommen wir ein bisschen nach vorne hier. Und ich gerade mitten auf der Straße landen. Vielleicht kommt der Todesschuss. Ich sitze hier ganz schlecht. Ja, du triffst, nicht triffst als... Nein, nicht dahin drehen. 500 Meter, naja, besser als nichts. Ich sehe bis hoch, bis zum Bau. Schon gut. Wow. Ich bin schräg hier, oder? Nein, nein, passt schon, passt schon. Oh. Bei uns bist du nur gerade runtergefallen wie ein Stein. Okay. Lande einfach. Aber lande ein bisschen schräg, sodass du seitlich runterrutschen würdest, nicht nach hinten. Genau so, und jetzt runter. Bing. Supi. Super geflogen, super gelandet. Ja, so langsam. Ja, man muss ihn ja auch mal loben, ne? Ja, natürlich. Zu viele Bäume hier, ich muss näher ran. Ja, irgendwie da vorne ist die wunderbare Sichtgrenze wahrscheinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. 400 Meter. Näher. Hier ist eine Mauer, da gehe ich hin. 400 Meter sind ganz doof Sache. Warte mal, von hier aus könnte ich was sehen. Da liegt einer mit der Sniper, den werde ich mir als erstes packen, aber erstmal muss ich zu Atem kommen. So. Ich zittere nämlich voll. So. Gott. Sniper ist down. Oder auch nicht. Blut hat gespritzt, okay, Sniper ist down. Wow. Ein Schütze ist down. So, noch einer down. Da hinten. Okay, ich habe gerade eine Kugel. Ich habe eine Kugel abbekommen. Wie sieht's aus bei dir? Alles okay, ich habe noch 10.000. Ich renne jetzt mal näher ran. Ah, da ist einer. Hab einen erwischt. Oh. Schlagen sie gerade bei mir ein. Yes. Na, anscheinend doch nicht. So, ich sehe gerade überhaupt keinen mehr. Oh, da ist noch einer. Auch nicht, weil ich habe nur Bäume im Weg. Einen erwischt. Okay, links neben der Bude sind noch zwei Tote. So sehe ich jetzt keinen mehr. Das sind auch nicht viele, das ist ein kleines Event. Ich würde gerne den SUV haben, der da steht. Den kann ich verticken. Wo? Wo ist der hin?
Ja, was weggeleckt? Da war sind welche bei der Bude. Hinter der Bude. Die lecken irgendwie ganz schön. Einer ist down. Voll, der andere ist... Ich hab von hier kein Sichtfeld. Der andere ist hinter dem Stash-Haus. Ich geh mal näher ran. Ich hab kein Schussfeld. Nicht einsehbar. Geht mir genauso. Oh Mist, die muss laufen, da kommt ein Zombie. Oh, da steht sogar ein Ural. Ein Ural? Ein Ural. Guck mal, beide verticken. Oh, da ist er. Rechts neben dem SUV. Jetzt ist er wieder. Da ist er. Fahrt ihr zum Händler und ich flieg euch hinterher. Okay. Da sind sogar noch zwei. Okay, einer ist down. Einer steht hinterm SUV. Ich versuche mal durch die Scheibe zu erschießen. Hab ihn. Cool, das geht. Einer steht noch links vom Ural. Oh, wo ist der Ural? Da ist er. Ich mag's nicht, wenn die mich angucken. Ist down. Ich laufe näher. So, ich hab 9 Kills. Wie schaut's bei euch aus? 10 Kills. Verdammt, so viel waren da. 19 Leute. Wage ich zu bezweifeln. Also ich habe heute noch kein Event gemacht. Gut, es muss ja nicht heute sein. Es ist ja seit dem Charakter erlebt. Ja, war vorhin aber noch, glaube ich, nicht so viel. Ich hatte gerade auch erst... Nee. Ich muss nochmal nachher gucken auf dem Video genau. Okay, ich hole den Heli und lande den da. Hier sind 4 Tote. 5. Ich werde beschossen. Nur von wo? Guck gerade, ich sehe nichts. Warte mal, da oben. Oder hast du geschossen? Nee. Aber ja, ich sehe ihn, da oben an der Waldgrenze, an der Baumgrenze. Okay, der ist down. Erwischt. Hast du auch geschossen eben? Ja. Okay. Ich glaube, das war der letzte. So, was sagt der Ural? Okay, der ist nicht abgeschlossen. Jo, mit dem SUV könnte man auch noch weit kommen. Ja, jetzt habe ich nicht Zugesehr kaputt gemacht. Nee. Ah, sehr gut, nur die Engine ein bisschen. So, dann schauen wir doch mal in den Stash. Ja, nur ein paar Waffen. Oh, 2 10 Unzen Gold. Und 2 normale Unzen Gold. Die haben bestimmt ein paar, Gunbags dabei, müssen wir mal schauen. Also ich möchte eigentlich gar nichts davon haben, ich würde eine 10 Unze Gold nehmen und bin dann zufrieden. Ist das okay? Ja. Nimm dir. Ich soll mir mal so ein paar Waffen mit ein, die ich nachher mal verticken kann. Nimm alles. So. Und da, wo du fertig bist, die würde ich dann auch gern begraben, wenn das okay ist. Bitte, mach ich mit. Study Body, Hide Body, Take Closes. Ein Heli, drauf schießen! Ey! Ich nehme die 2 Gold, dann kann Donny sich die 10 Unzen Gold nehmen. Okay. M9 Magazin. Ah, das ist ein SD. Ah. Schade. Donny, kannst du mir immer ein Bloodbag geben? 2 Gold. Ich pack dir mal eins in deinen Rucksack. Hast du noch eins? Ich hab eins im Rucksack. Achso, okay, danke. Ich hab sogar 2 im Rucksack. Bist vorgesorgt, hast vorgesorgt. Ja. Hey, da steht ein Little Bird. Cool, den nehme ich mit. Da kriegst du aber eine Kugel rein. Kannst du verklauen, mal. Danke. So, ich fahr dann schon mal los. Oh, die Toolbox wollte ich mitnehmen. Ja, Toolboxen und Showbars, bitte alles einpacken. Oh, 2,6 Kilometer, verdammt. Ach, du bist total abgehackt. Ja, wir müssen die Episode eh aufnehmen, ist klar. Beenden.
Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt es vielleicht ein etwas größeres Event, nämlich die Mine. Moria. Ja. Also, die Mine von Moria, genau. Also, macht's gut. Tschüss, bis dann. Ciao.